Und hallo und komm zurück zu No Man's Sky. Ich bin hier noch ein bisschen am rumfliegen. Ich muss mal gerade gucken, irgendwo war doch hier... Ich habe doch einen Marker gesetzt, oder bin ich jetzt doof? Konnte ich hier nicht irgendwo... Da könnte Kupfer sein. Hier das Zeug hier. Wir landen hier mal. Ich hoffe nur nicht direkt auf den Kupfer. Das wäre nicht so toll. So. Landen und mit G. Terrainmanipulator aktivieren und dann Phosphor. Ne, es ist Phosphor. Okay, dann nehmen wir Phosphor mit. Ist egal. Man konnte ihn auch umstellen, ne? Mit G konnte man ihn kleiner machen. Ja. Ich muss ihn groß lassen. Man konnte ihn, glaube ich, feiner einstellen. Und wenn man ihn feiner einstellt, dann kann man mehr Ressourcen rausholen hier. Das war Phosphor. Weil das ist jetzt sehr grob hier, was wir hier rausholen. Da ist nicht so viel zu holen dann. Konnte ich das... Ne, ändern konnte ich das nicht, ne? Mit Rechtsklick oder so? Ne, ich glaube nicht. Konnte ich den denn kleiner machen? Oder ging das erst später mit den Upgrades? Boah, ich bin so fast von raus, das gibt's gar nicht. Ah, es wird interessant auf jeden Fall. Mal zu schauen, wo die Reise hingeht. So, wenn ihr denn mitkommen wollt. Okay, wir haben alles weggemacht. Ich bin zwar nicht weiter, aber ist okay. Ich muss auch gucken, das Starten, das kostet mich halt auch mal Ressourcen. Oh. Da muss ich wieder was bauen. Anzug. Platte kann ich nicht mehr, weil ich nicht genug Verrückstaub habe. Was brauche ich dafür? Eine Platte und die Wasserstoff. Alles klar, das heißt, wir müssen das nochmal besorgen. Die Wasserstoff ist da vorne. Nehme ich das gleich mit. Okay, nehmen wir das mal mit. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr davon. Ich muss nur noch Kupfer finden hier. Da müssen wir den Auftrag hier weiter erfüllen. Dann müssen wir uns hier wohl doch eine Basis bauen. Eigentlich würde ich die gerne woanders bauen, aber... Minenlasers alle, okay. Phosphor, Kohlenstoff... Ja komm, wir haben hier eine Phosphorader, passt schon. Das kostet auch, glaube ich, nicht so viel. Das ist nicht so toll. Und der lässt ja auch Löcher. Das ist ja voll lustig, wenn der auch Löcher hinterlassen würde. Nee, leider nicht, okay. Okay, wir starten mal durch. Oh! Wo haben wir denn hier Kupfer? Irgendwo muss doch hier noch... Warte mal, hier ist noch was. Ne, da war nichts. Das sah aus, oder was? Gehen wir mal nach oben. Ich hatte doch irgendwo eine Kupferader markiert, aber ich sehe die nicht mehr. Die Markierung ist futsch, ne? Hm, das ist aber blöde jetzt. Ich habe das Gefühl, man kann das nicht mehr so ohne weiteres sehen, weil früher ging das eigentlich. Man konnte das von oben sehen. Da brauchte es nur so rüberfliegen und dann hat es das gefunden. Die Station haben sie echt komplett umgebaut. Die war früher anders. Das war einfach nur so eine Popelplattform, wo du teilweise nicht raufkamst. Und ja, hast dann da zumindest vereinzelt ein paar Leute getroffen. Wie krass, dass das hier alles in einer Ecke ist. Ich sehe aber gerade nichts, ne? Da leuchtet noch irgendwas. Was haben wir hier? Da bin ich sicher, wir landen mal kurz. Gucken wir mal nach. Ich lande halt ungern eigentlich so oft, weil das kostet jedes Mal Sprit halt. Und zwar nicht gerade wenig. Okay, hier haben wir noch die Wasserstoff. Dann können wir das mal mitnehmen. Das ist ganz gut. Gerät nehmen wir auch noch mit. Da brauchen wir noch mehr. Ich muss den Scanner nochmal anschmeißen, wa? Okay, gucken wir mal. Frachtabwurf. Da ist eine Kupferansammlung. Markiert, okay. Gucken wir hier nochmal kurz rein, was wir hier noch haben. Ich suche... Ach, brauchen wir einen Pass für. Ach, guck mal einer, schau.
Wegpunkt. Okay. Kleinere Siedlung entdeckt da hinten. Das könnte dann noch wichtig werden oder interessant werden. Ich nehme das mal mit hier gerade wegen Ferrit. So. Okay. Hier schon wieder keinen. Das verbraucht aber viel, das Zeug. Kann ich das jetzt nicht bauen, weil ich kein Material habe? Machen wir ihn nicht schwach jetzt. Platte kann ich bauen. Kann ich noch einen bauen? Ne, ich habe keine Platten mehr. Ich brauche mehr Ferritstaub. Ja, Ferritstaub ist das, was fehlt. Okay. Dann aufladen. Wir müssen auf jeden Fall Uran finden auf dem anderen Planeten. Für Treibstoff. Na gut, da hätte ich auch hinlaufen können, die paar Meter. Aber wir wollen nicht so sein jetzt hier. So. Wo haben wir es denn? Da ist Kupfer. Kupfer. Okay. Das hat eine Goldfarbe hier. Wie war das alles? Das war jetzt aber nicht sehr viel, muss ich zugeben. Feuerbeere. Beschädigte Maschine. Kupfer. Wie weit ist das entfernt? 400 Meter. Okay, gehen wir da mal kurz rüber. Ich will eigentlich nicht so weit gehen, weil wenn der Sturm kommt, dann ist das ein bisschen ungünstig. Dann müssen wir gucken. Feuerbeere. Können wir die scannen? Oder können wir die einmal mitnehmen? Weiß ich gar nicht. Das Zeug können wir später gebrauchen, wenn wir Pflanzen und sowas anpflanzen. Okay. So, dann gehen wir mal hier rüber. Sammeln wir noch ein bisschen Kupfer. Ja, noch lange nicht genug. Noch lange nicht genug. Was gut ist jetzt, wenn ein Sturm kommt, wir können uns eine Butze bauen. Wow. Okay, das ist auch neu. Du kannst jetzt die Schiffe sehen hier. Das ist so cool, wenn du so eine Flotte hast und dann kommen die alle aus dem Warp raus und weil du kannst die ja nachher rufen. Das sieht natürlich nice aus. Das Schiff ist direkt hier. Das war früher auch nicht. Krass. Da brauche ich noch eine Menge Kohle, um so ein Raumschiff zu kaufen. Da musst du gegen Weltraumpiraten kämpfen und dann hast du die Möglichkeit tatsächlich ich hätte jetzt mal eine fliegende Basis zu kriegen. Dann wird es richtig interessant. Ist der hier größer? Das ist auch nur so oberflächlich. Ich weiß gar nicht, ob die das rausgenommen haben. Vielleicht, dass es das nicht mehr gibt, weil früher konnte man das feinstellen. Das hat länger gedauert, aber du konntest halt viel, viel mehr hier rausholen, ne? Ich kann das nicht scrollen, ne? Nee. Da ist ein Scroll-Ding dran, aber irgendwie... Okay, wir gehen mal Richtung Raumschiff zurück. Ich kann das Material herstellen. Lebenserhaltung bei 50. Ich habe keinen Sauerstoff, ne? Oder habe ich Sauerstoff? Hohe Zutaten. Sind 4800 Units, okay. Ich habe keinen Sauerstoff hier, ne? Nee. Salz habe ich. Das ist schlecht. Konnte ich denn noch Sauerstoff hier rausholen?
aus Pflanzen eigentlich normalerweise? Kohlenstoff? Ne, Kohlenstoff brauche ich leider nicht. Die Wasserstoff nehme ich noch mit. Ich muss nur meine Höhle suchen. Ich hätte nämlich gerne ein wenig Sauerstoff. Hier ist nichts in der Nähe, ne? Natrium ist in der Nähe. Das ist gar nichts, überhaupt nichts. Das ist wirklich nicht sehr viel. Das ist wirklich nicht sehr viel. Stickstoff. Ne, Stickstoff hilft mir auch nicht weiter. Das hilft mir nicht weiter. Müssen wir mal gucken, dass wir hier noch so abgestürzte Sachen finden. Da können wir uns nämlich Upgrades holen. Da ist auch noch nichts. Wir sehen, dass wir zum Raumschiff zurückkommen. Dann werde ich erstmal kurz die Sachen herstellen. Und dann müssen wir gucken, dass wir mal eine Basis irgendwann basteln. Provisorisch müssen wir eine kleine Muckelbutze setzen. Und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Also im Grunde genommen sind wir immer noch im Tutorial. Das zieht sich bei mir natürlich wie immer. Weil ich versuche, die Gegend ein bisschen zu erkunden, ein paar andere Sachen zu finden. Aber wir müssen auch gucken, dass wir langsam mal ein bisschen zurande kommen. Erstmal zum Raumschiff zurück. So, Y. Den setzen wir hier wieder hin. Okay. Kohlenstoff, bitteschön. Und wo haben wir denn Kupfer? Da ist Kupfer. Starten. Hier brauchen wir 30, ne? Kann noch einen Moment dauern, okay. Okay, nehmen wir mit. Das nehmen wir gleich mit, dann können wir den wieder einpacken. So. Baue. Ja, okay, bauen wir das hier. Das ist eigentlich blöde eigentlich hier. Haben wir irgendwo Sauerstoff? Wir heben mal gerade ab und ich gucke mal gerade, ob wir irgendwo Sauerstoff finden. Wir brauchen irgendwo eine Höhle. Erstmal nach oben. Warte mal, wir hatten noch eine kleine Siedlung hier irgendwo in der Nähe. Wo war die? Da. Können wir da hin? Ne, wir müssen weiter nach oben. Halbe Stunde brauchen wir dafür. Ne, 30 Stunden brauchen wir dafür. Dann gehen wir erst wieder in Orbit und dann zappen wir da direkt hin. Das ist ziemlich weit weg auf jeden Fall. Okay, wir sind raus, glaube ich, fast. Können wir da hin zappen? Ne, nicht verfügbar. Wir müssen noch weiter raus. Okay. Jetzt müssten wir aber raus sein. Wo ist er da? Locken. Los geht's. Einmal um den Planeten rumgesäppt. Jetzt sind wir auf der dunklen Seite. Eintritt in die Atmosphäre. Gucken wir uns die Siedlung mal an. Ich hoffe, wir finden irgendwo Sauerstoff. Das wäre toll. Ich hätte nämlich schon gern ein bisschen Sauerstoff. Oh, guck mal, einer schau, wir können hier direkt landen. Okay. Landen wir mal. So. Wo sind wir denn gelandet hier? Hallo? Handelszentrum. Als ich mich der elektronischen Lebensform nähere, beginnt sie mich instinktiv von Kopf bis Fuß zu analysieren. Sie zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Sie scheint wenige Neuheiten auf dieser ausgebleichten, sonnenbestrahlten Welt zu Gesicht zu bekommen. Tumaitskui, unbekannt, Fitzwa, Billet, Suma, Kevich, Billet, Tuasemi, Wissen. Xakra, Robinski, Nabute. Später kann man das, glaube ich, so ein bisschen deuten, wenn man dann immer das gleiche liest. Hier, ich deute an, wenig über sie oder ihre Kommunikation zu wissen. Als Antwort beginnen die Lichter in ihrer Masse zu leuchten und blitzen dreimal mit zunehmender Stärke. Magnetisiertes Ferrit geben oder gewöhnliches? Komm, wir geben ihm ein Ferrit. Hier.
Das Licht der elektronischen Lebensform fängt plötzlich an, intensiv aufzuflackern. Mein Angebot entsprach offensichtlich genau ihren Vorstellungen. Sie legt ihre Silikonhände auf mein Visier und dankt mir mit einer Sprachübertragung. Du hast Kovex sofort für Entität gelernt. Oh, cool. Da ist ein dickes... Ist das eine Knarre da? Oh, ey. Jo. Was haben wir denn hier für eine Waffe? Klasse C. Vergleichen. Kostet nur 1,5 Millionen, kein Problem. Ist, Scannerreichweite ist um einiges besser. Schadenspotenzial ist genauso wie meine. Das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Du hast mehr Slots halt, ne? Aber ansonsten, jetzt nicht unbedingt so das Geld vom Ei. Könnten wir auch gar nicht kaufen. Also von daher. Könnten wir nicht kaufen. Terminal. Verkaufen. Können wir ein bisschen was verkaufen? Hier, das ist ein bisschen Platz kriegen im Inventar. Die Geode können wir verkaufen. Die geht eigentlich immer weg. Salz brauche ich jetzt auch gerade nicht. Das kann weg. Hier die Feuerbeere. Kristallfragment, da können wir auch verkaufen. Wirbelwürfel sind ein bisschen was wert, okay. Eiweißperlen, die können wir sammeln, aber dann musst du echt rennen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Fesium können wir noch verkaufen. Erstmal brauchen wir nicht. Mordit geht raus. Ist nichts wert. Okay. Ich will jetzt auch nicht zu viel Material verkaufen, weil vielleicht brauchen wir davon noch was. Nanit abstauben. Das ist noch wichtig. Was haben wir hier? Technologie können wir noch nicht machen, weil wir haben nicht genug unbekannte Entität. Corvex. Okay. Musashi Ludo Atsk Ugmalti. Ne, Ugulmato. Sud Okivini Ports Bot. Komponent kaufen. Kabelbaum brauchen wir später noch. Ne, brauchen wir nicht. Hermetische Siegel. Okay, brauchen wir nicht. Baupläne. Was haben wir denn für Baupläne? Baupläne. Können wir uns nicht holen, wir haben nicht genug Naniten hier. Fortgeschrittener Miner, der wäre wichtig. Okay. Schildgitter, ja, müssen wir erst ein bisschen sammeln. Wir müssen erstmal Shit sammeln, wie immer. Können wir hier durchsuchen? Ja, ne? Projektionsmunition, okay. War hier noch irgendwas? Nee, ne? Weltraumtrucker. Okay, wir sind ein Weltraumtrucker. Gucken wir mal hier. Ist doch viel zu entdecken hier. Schleim, ja, komm, nehmen wir mit. Schleim. Was haben wir hier noch? Loot, Loot, Loot. Ja, komm, her damit. Mikroprozessor speichern. Okay, dann gucken wir hier nochmal rein. Ich brauche immer noch Sauerstoff, das ist noch ein Problem. Da ist O2, dann gehen wir da direkt hin. Reisemeilenstein erreicht. Oh, da sind gerade die Texturen verlernt. 8000 Units sind wir gelaufen. Okay. Ich kann jetzt nicht mehr laufen, jetzt ist es vorbei. Gebe er mir Sauerstoff. Was? Wo ist denn Sauerstoff hier? Ist das hier im Dingens drin? Im Stein? Sieht so aus. Das ist natürlich ungünstig jetzt. Ich brauche Sauerstoff. Da ist noch Sauerstoff in die Richtung. Ich hätte doch gern ein bisschen Sauerstoff. Und laufen, laufen. Das ist eigentlich am Anfang echt das, was man am meisten machen muss. Laufen, laufen, laufen. Was blöd ist, ich muss wieder eine 2x2-Hütte bauen. Am Start. Aber ja gut, das ist halt das Tutorial, nicht wahr? Das ist halt das Tutorial. Wo ist denn die Pflanze? Hier ist Sauerstoff. Was? Da ist Sauerstoff, okay. Da ist noch eine Feuerpflanze. Natrium.
Wir gehen mal gerade Sauerstoff rein. Hier wollen wir Sauerstoff 32. Puh, haben wir alles reingedrückt, was ich in die Nagel fest. Natrium noch rein. Wie weit sind wir denn vom Raumschiff entfernt? 300, ah, das geht noch, das passt schon. Da hinten ist noch was Rotes. Was ist das? Phosphor, alles klar. Unbekannte Gebäude markieren. Da können wir auch Wissen lernen, das ist ganz gut. Mineralieninformation, das ist auch neu. Dann gehen wir da mal hin. Wenn es hart auf hart kommt, können wir uns in die Erde buddeln. Das Gebäude gucken wir uns gleich mal an. Wir laufen mal ein bisschen, ausnahmsweise. Oder auch nicht, wir gehen vielleicht. Das können wir auch machen. Was haben wir nicht, das haben wir nicht gescannt, das hier. Stone Tetium. Was ist das denn? Chlor. Okay. Können wir das abbauen? Ja, können wir. Nehmen wir mit. Wir haben Chlor mitgenommen. Ich nehme ich auch gleich mit. Du hast Sauerstoff für mich, das ist gut. Ganz vergessen, dass ich die auch noch wegreißen kann, eigentlich die Pflanzen, die mir hier Schaden zufügen können. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Viecher hier nicht erwische, sonst könnte es sein, dass sie sauer werden. Da können wir noch ein Dingens lernen. Da ist noch was zum Lernen. So, gucken wir mal. Ist, haben wir gelernt, okay. Anfänger, fünf Worte gelernt. Unbekanntes Gebäude. Können wir damit was anfangen? Können wir. Hier? Träume von Esusti. Die uralte Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Innerstes gräbt und mich mit den Stimmen der Korvex-Echos erfüllt. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten. Die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermitteln sie die Weisheit des Unendlichen. Sie müssen verstanden werden. Wir können vergrabenes Wissen suchen und ein bisschen Geld zu verdienen oder Sprache. Ich würde sagen, wir machen erstmal Sprache. Das Wissen holen wir uns später, glaube ich. Mein Wissen über die Korvex-Konvergenz wächst. Der haben wir gelernt. Weil je mehr wir wissen, umso besser können wir nachher verhandeln. Und je mehr können wir auch Systeme hacken, sag ich mal so, um an wertvolle Ressourcen zu kommen. Nur da muss man schon aufpassen. Ich weiß nicht genau, ob das da nicht so gern gesehen ist. Aber ich habe eigentlich viele Sprachen gelernt. Gefährliche Flora, Natrium, okay. Spuckt hier aus. Boah, hier ist eine Höhle. Das sieht natürlich echt krass aus, ne? Oh, die spuckt irgendwas aus, glaube ich. Hier schnell. Okay. Nicht identifiziertes Rohmaterial. Okay. Pflanzenwelt. Ja, das haben wir nicht gescannt. Was? Okay, jetzt haben wir mal alles gescannt hier, ne? Oder? Haben wir noch was übersehen? Ich glaube nicht, ne? Okay, das nehmen wir noch mit. Die Wasserstoff brauchen wir viel. Für Treibstoff. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir demnächst viel Material finden. Wir brauchen nämlich ein bisschen Geld, um Sachen zu sammeln. Oh. Überhitzung, okay. Das haben wir nicht gescannt. Haben wir gescannt. Ist hier noch was zum Scannen?
nicht vergessen, immer alles scannen. Das gibt alles nochmal Punkte. So, Ferritstopp brauche ich auch wieder eine Menge. So, okay, das haben wir mitgenommen. Was sagt mein Inventar? Oh, Inventar ist voll. Ein Gag. Die Gag hatte ich nämlich damals gehabt, als erste Start, wie soll man sagen, Startgruppe. Mit denen habe ich mich ziemlich gut verstanden, muss ich zugeben. Bei den Gag war ich ziemlich hoch angesehen. Das war schon ziemlich nice. Hier können wir das noch benutzen, das lasse ich aber erstmal. Ich sammle die Dinger lieber. Ich würde sagen, machen wir uns mal erstmal wieder auf dem Rückweg. Wo ist denn unser Raumschiff? Da liegt noch irgendwas, glaube ich, oder? Frachtabwurf. Muss man gerade das Schild reparieren, sehe ich gerade. Wir sind ein bisschen lediert. Okay. Wir gehen da mal hoch und dann muss ich mal gucken. So, den muss ich auch nochmal upgraden hier. Was haben wir denn hier tolles? Frachtabwurf. Ach, da brauchen wir wieder einen Pass für. Das können wir mitnehmen. Können wir das ins... Oh, wir sind voll. Okay, wir müssen zurück. Das hat keinen Sinn. Wo ist denn unser Raumschiff? Da hinten. Dann gehen wir da wieder zurück. Können wir Natrium noch mitnehmen? Ja, können wir noch, ne? Ja, okay. Ja, dann laufen wir wieder zurück. Dann werde ich hier nochmal mich ausrüsten. Und, warte mal, die Pflanze nehmen wir noch mit hier. Sauerstoff brauche ich nämlich doch ganz dringend. Hier ist noch ein bisschen Natrium, das nehmen wir auch mit. Okay. Ja, da werde ich auf jeden Fall gucken. In der nächsten Episode müssen wir dann zusehen, dass wir... Ja, ist ja gut. Dass wir dann sozusagen kurz die Basis aufbauen. Dann 2x2 Dinge sollte ja reichen. Und dann können wir das nachher auch wieder abreißen. Das müssen wir gucken dann. Aber wir lassen es natürlich erst stehen, bis wir eine andere Basis haben. Dann nehmen wir es weg. Dann müssen wir noch gucken. Weil später können die Leute, glaube ich, auch dahin reisen dann. So. Ich würde das gerne mal verkaufen. Verkaufen. Was können wir denn hier noch loswerden? Kürbisknollen erstmal. Chlor brauchen wir auch erstmal nicht. Oh, Chlor ist ein bisschen was wert. Kristallfragmente. Geode. Das Zeug können wir noch loswerden. Das Gekrillikt könnte ich für 22.000 verticken. Später würde ich die gerne sammeln, weil die kann man als Geschenk geben. Und dann kann man da auch noch ein bisschen was lernen. Modit kann weg. Oder ich behalte es erstmal. Solange ich Platz habe, nehme ich es noch mit. Wenn kein Platz da ist, dann muss ich halt ein bisschen was rausschmeißen. Silikatpulver können wir eigentlich loswerden. Das ist eigentlich nur Erde und sowas. Ich glaube, das geht, ne? Ja. Sind wieder ein bisschen was losgeworden. Haben wieder ein bisschen Platz geschafft. Knarre ist die gleich. Bringt uns nicht weiter. Da gibt es später noch richtig nice, wenn man Glück hat. Ich guck mal jetzt gerade mal speichern. Eisenmeilenstein erreicht, okay. Geldmacher, 133.000, okay. Kann ich wieder einsteigen, bitte? Nee, ich muss erstmal warten, okay. So. Jetzt sind wir blöd mit dem Einsteigen und Aussteigen. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Okay. Dann, müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Emotes macht und so. Man kann auch irgendwie Emotes machen. Das heißt, in der nächsten Episode bauen wir uns dann die Basis. Vielleicht baue ich die auch hier in der Nähe. Mal gucken, dass wir kurz was hinbasteln. Und dann würde ich gerne zusehen, dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen. Und dann ab ins Weltall zum Mond würde ich gerne hingehen. Ich will mal ein paar andere Planeten mal besuchen und die checken, was geht. Das machen wir dann in der nächsten Episode bzw. in der nächsten Aufnahmesession. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.